Ja, liebe Freunde, mein Name ist Matthias Möller und heute geht es zu einem Thema, das ich selber eigentlich gar nicht mag, aber was mir in meiner Praxis oft begegnet, wo ich auch sehr, sehr viele Kurse schon gegeben habe. Es geht um das Thema Konflikte. Und man muss sagen, in unserer Welt ist es so, es gibt unlösbare Konflikte. Da werde ich auch ein kleines Video zu machen. Und es gibt Konflikte, die sind lösbar. Und das ist natürlich der, wo man ansetzen muss, wo man auch lernen kann, mit Konflikten gut umzugehen. Und da gibt es einige kleine Tipps vom Dalai Lama, die sehr, sehr nützlich sind, mit Konflikten vor allen Dingen auch im alltäglichen Bereich umzugehen. Und das eine ist, wenn Sie einen Konflikt haben, dann fangen Sie mit dem an, was die Menschen miteinander verbindet. Versuchen Sie nicht das Trennende, sondern das Gemeinsame zu betonen. Das ist auch die Strategie gewesen, die in Südafrika zum Erfolg geführt hat. Man hat in England in einem Hotel weiße und farbige Vertreter der weißen Bevölkerung und der farbigen Bevölkerung zusammengeführt. Beide haben miteinander, ohne auf ein Ergebnis erstmal abzuzielen, miteinander gesprochen. Das wurde vom weißen Geheimdienst beschattet und alle möglichen Intrigen haben dort rundherum gespielt. Aber das, was zum Erfolg geführt hat, zu ersten nützlichen Kontakten, war, dass man einfach das Gemeinsame betont hat und von dort aus dann das Trennende beleuchtet hat. Und wenn Sie das Trennende dann ansprechen müssen, dann gibt es einen weiteren Ratschlag. Teilen Sie große Konflikte in möglichst kleine Portionen und bleiben Sie bei dem einzelnen Thema. Gehen Sie nicht wieder ins große Ganze oder in die Vergangenheit und schon gar nicht auf den Personenkern des anderen, also diese Du-Botschaft, du bist böse, du musst dich ändern, das führt einfach in eine Sackgasse, sondern diskutieren Sie, besprechen Sie, behandeln Sie den einzelnen Vorschlag, das einzelne Thema. Und weitere Methode sozusagen, um Konflikte zu lösen, ist erstmal die Schriftmethode. Oft ist es sehr, sehr gut, wenn man etwas schriftlich notiert. Sie nehmen ein Blatt Papier, teilen es, schreiben auf die eine Seite die andere Methode, dann entspannen Sie sich ja ein bisschen, fragen Sie sich, welche Gefühle werden diese Positionen beim anderen auslösen und welche Reaktionen. Und dann machen Sie das Umgekehrte, wo Sie schon dabei sind, sich in die andere Person hineinzuversetzen, schreiben Sie mal deren Position aus, nachdem Sie sich in die andere Person hineinversetzt haben. Und dann können Sie in die eigene Position hineingehen und die Gefühle und Wahrnehmung der anderen Person versuchen zu teilen. Und dann können Sie versuchen, einen Kompromiss zu finden. Die besten Kompromisse sind nicht Kompromisse, wo zwei Dinge einfach nur verbunden werden und es eine kleine gemeinsame Menge gibt, sondern wo man sich gestärkt und zielorientiert in die Zukunft gibt, wo es sozusagen zwei Gewinner gibt, wo man sich gegenseitig an die Hand fassen kann und nicht nur eben eine kleine Berührung oder eine kleine Überschneidung möglich ist. Aber das kann oft der Anfang sein und dann kommt oft das andere und darauf sollte man sich eben orientieren. Ja, ich hoffe, dass Ihnen dieses kleine Video einige Anregungen gegeben hat, dass Sie damit weiterkommen. Und bis zu meinem nächsten Video wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen alles Gute. Und wenn Sie große Konflikte haben oder kleine, die Sie nicht lösen können, würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie in ein Coaching bei mir kommen. Bis dahin Ihnen von Herzen alles Gute. Auf Wiedersehen.